Ja, also ich bin gut auf dem Meer, also ich bin eigentlich nur auf dem Boot unterwegs die ganze Zeit. Schau mal. Cool, oder? Ja, Kosmos, der Coolste. Warum geht's doch? Oh nein. Ich habe dein Einhorn krank gemacht. Oh nein, es tut mir leid. Ich du, konnte dein Einhorn nicht krank du hast machen. mein Einhorn krank gemacht. Verschwinde! Hilf, hilf. Hey Leute, was geht? Baby Danny hier in der Dopey City. Und Leute, es gibt total coole Neuigkeiten. Wisst ihr schon das Neueste? Wisst ihr schon das richtig Krasseste? In der Dopey City gibt es bald einen richtig coolen, großen Schulball. Ist das nicht toll? Es ist im Prinzip, also das ist eine große Tanzveranstaltung und da gibt es Disco und dann gibt es dort schöne Kleider und dann gibt es dort Anzüge. Jeder kann halt so anziehen, was er will, aber es muss halt schick sein. Und dann gibt es dort auch noch so ganz viel zu essen und da freue ich mich natürlich auch voll drauf. Und ein DJ und so und es wird halt alles schon ziemlich cool. Aber ich will halt nicht alleine zu dem Schulball gehen, deshalb habe ich mir was überlegt. Also ich bin ja offiziell das allercoolste Baby hier in der Dopey City, da sind wir uns ja alle einig, oder? Also ihr habt da jetzt auch keine andere Meinung dazu, dass ich bin das coolste Baby und da kommt halt auch erstmal ganz, ganz lange niemand ran. So, und deshalb möchte ich unbedingt, dass es ein Schulball gibt in der Dopey City. Und ich freue mich da auch schon total drauf. Also es gibt ihn ja, aber mir geht es jetzt einfach nur darum, dass ich da nicht alleine aufkreuzen kann. Also kann ich natürlich schon, ich bin cool genug, um da alleine aufzukreuzen, das meine ich damit gar nicht. Aber es ist natürlich auch, wenn ich jemanden mitbringe, schon wichtig, wen ich da mitbringe. Also immerhin profitiert diese Person dann ziemlich krass von mir, weil ich ja eben so cool bin und so. Und deshalb muss ich mir das nun wirklich, wirklich genau überlegen, wie ich das machen möchte. Und ich habe mir dafür ein System überlegt. Ein tolles System. Ich mache ein Casting. Und zwar ein Casting, wer mit mir zum Schulball gehen darf. Also eigentlich die beste Variante, die es gibt. Weil so kann ich das einmal abschätzen, wer würdig ist, um mit mir dahin zu gehen. So. Eigentlich eine ziemlich einfache Erklärung, oder? Fluffy, komm mit, nicht die ganze Zeit futtern. Fluffy, du musst noch duschen. Ich kann dich so stinkig nicht mit in die Schule nehmen. Heute ist doch mein Schulball-Casting. Also das Casting wird bei mir zu Hause stattfinden, aber ich muss natürlich erstmal alle darüber informieren, dass heute dieses Casting überhaupt stattfindet. Und ihr müsst mir auch mal noch sagen, was ich für eine Farbe anziehen soll. Also ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Ich habe ein bisschen Auswahl, aber ich weiß noch nicht genau, welche Farbe ich dann letzten Endes wirklich anziehen soll. Weil, also es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Kleider. Aber, ja. Ich möchte, dass es halt total cool aussieht und ich möchte, dass es einen tollen Kontrast zu meinen Haaren gibt. Aber ich will auch nicht, dass mir das Kleid zur Schau steht, weil ihr wisst, also ich bin ja schon eine ziemlich niedliche und... Ja gut, nein, das Kleid wird mir nicht die Show stellen. Ich werde das Kleid tragen und ich werde fantastisch aussehen, egal was ich für ein Kleid trage. Du stinkst ja immer noch, Fluffy. Was soll denn das? Du warst doch gerade eben erst duschen. Bist du so aufgeregt, Fluffy? Ich müsste aufgeregt sein. Ich habe doch heute das Casting. Oh, ich stink ja auch schon wieder. Oh Mann. Los geht's, duschen, Fluffy. Es reicht ja noch irgendwann mal. Oh Mann, Leute. Ich bin schon eine ganz schön müde Baby, Danja. Okay, auf geht's in die Schule, meine lieben Freunde der Sonne. Ich werde dann nämlich ein paar Flyer aushändigen, dass die Leute sich gerne heute ab, sagen wir mal so, 13 Uhr? 13 Uhr können die Leute mit mir zu mir kommen zum Casting. Ich bin mal sehr gespannt, wer dazu hinkommt. Also wir haben ja schon ziemlich coole Leute an der Schule, aber wir haben auch schon ziemlich verrückte Leute an der Schule. Wenn jemand dabei ist, den ich cool finde, dann kann die Person auch mit mir zum Schulball gehen. Wenn ich niemanden finde, gehe ich halt alleine. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Hallo, Mr. Fizzy. Alles gut, ich will nur ein paar Plakate aufhängen. Kann ich das? Dankeschön. So. Hier kommt ein Plakat hin. Und hier kommt ein Plakat hin. Hier kommt ein Plakat hin. Und hier kommt ein Plakat hin. Hallo, Baby Claudio. Hier, das ist ein Flyer. Bei mir gibt es heute... Oh, hey! Warum trägst du mich weg? Ich rede doch. Danke, Mann, Baby Danja. Claudio, heute gibt es ein Casting bei mir zu Hause. Und da geht es quasi darum, wer mit mir zum Schulball gehen darf. Und ich dachte, hier hast du ein paar Flyer und die kannst du gerne mitnehmen. Und dann kannst du mit mir vielleicht... Also du kannst ja die verteilen an deine Freunde und so. Ja, kann ich machen. Danke für die Flyer. Okay. Hä? Ist aber komisch. Mhm, bitteschön. Und hier kommt ein Plakat hin. Und hier kommt ein Plakat hin. Also Bibi Danja, heute Abend, sagst du? Ja,
das ist, also nicht heute Abend, heute um 13 Uhr. Ach, um 13 Uhr, okay, vielleicht komme ich ja auch vorbei, wenn ich darf. Du willst da vorbeikommen? Achso, du willst gucken, was da so für Leute sind, die da vorbeikommen. Ja klar, komm ruhig. Ja. Hier kommt ein Plakat hin und hier kommt ein Plakat hin. So. Ey, wer fährt mich denn hier weg? Hört auf, mich wegzufahren. Ich bin ein autonomes kleines Baby. Mann, ey. Okay, komm mit, mein kleines süßes Fluffylein. Du hast so süße Knappaugen. Hat dir das eigentlich schon mal jemand gesagt? Also, ich werde heute sehr wichtige Fragen stellen, Leute. Die wichtigsten Fragen. Und nein, Papa Kahn hat überhaupt gar nichts mit zu reden. Das geht ihn gar nichts an. So. Also, ich gehe jetzt nochmal ganz schnell ins Badezimmer und dann mache ich mich nochmal ein bisschen frisch kurz, weil ich muss schon wieder duschen. Hä? Und dann werde ich mich gleich hinsetzen und dann warte ich mal auf die Bewerber. Also ich habe ja überall Plakate hingehangen, das heißt, es sollten auch einige Leute kommen, denke ich. Wenn nicht, dann würde mich das schon ziemlich wundern, weil ich bin sehr beliebt, Leute. Und das wollte ich euch noch sagen. Also ich bin wirklich ziemlich, ziemlich beliebt. Und nicht, dass ich jetzt angeben würde damit oder so. Ich würde niemals damit angeben, dann wäre ich ja schon überhaupt gar nicht mehr so beliebt, wenn ich damit immer angeben würde. Aber ich bin halt ziemlich reich. Und naja, ihr wisst schon. Papa Kahn ist halt mein Papa und der ist auch ziemlich cool und so. Und alle in der Dopmi City mögen ihn, weil er halt so ein cooler Papa ist. Aber das könnte ich ihm halt niemals sagen, wenn ich das Papa Kahn sage. Dann, nee, das geht nicht. Also das kann ich ihm nicht sagen. Das darf er auch niemals sehen, was ich hier erzählt habe. Naja, Fluffy, bist du jetzt mal fertig mit Essen? Dankeschön, geht doch. Wupp. Ganz kurz noch hinlegen. So. Okay, Fluffy, komm mit. Wir setzen uns jetzt ins Esszimmer und dann warten wir darauf, dass hier die Bewerber einschneiden. So. Hier haben wir so eine schöne Ecke. Da kann man sich ganz stilvoll hinsetzen. Fluffy, kannst du bitte an die andere Seite kommen? Da muss ich mich hier hinsetzen. Das sieht sonst komisch aus. Na gut. Okay, dann warten wir mal auf die Bewerber. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ja, ich sehe nur ein Haustier. Hallo, hier ist Baby Dania. Hier ist das Esszimmer. Komm doch bitte herein. Wo denn? Ins Esszimmer. Ja, wo ist es denn? Links oder rechts? Ah, da bist du. Okay, direkt links rein. Ach, hallo Zane. Ja, komm doch bitte rein. Hier ist das Esszimmer. Bitte setz dich. Willst du irgendwas trinken oder so? Ja, du weißt schon, was ich trinken will. Du weißt doch schon. Wasser. Ich hätte gern Wasser. Setzt du dich bitte? Ja, du weißt schon. Ich hätte gern Wasser. Warte kurz. Ich muss das kurz drehen hier. Also, ich freue mich, hier zu sein. Du weißt schon. Ist voll cool bei dir. Bitte setz dich nochmal neu auf den Stuhl, du kannst mich sonst gar nicht anschauen. Ja, du weißt schon, ist aber nicht so wichtig, ne? Zane, sag mal, ich habe da eine Frage. Ja, welche denn? Was war jetzt nochmal dein Lieblingsgetränk? Wasser. Also Wasser. Ja, ich trinke Wasser. Mhm. Siehst du, was ich habe in einer coolen Mütze, du weißt schon, das ist schon cool, weil wenn ich dann auf dem Boot unterwegs bin, dann nur Wasser. Na, was? Das hast du erzählt? Ich habe gerade gar nicht so zugehört. Zane, eine Frage. Ja. Zu dem Abschlussball. Du weißt ja hier, worum es geht, nicht wahr? Es geht um ein Abschlussball-Date mit mir. Ja. Baby Dania. Und was sind so deine Qualitäten? Was sagst du? Was kannst du besonders gut? Kannst du gut tanzen oder kannst du gut Punsch anreichen oder stellst du die besten Häppchen zusammen vom Buffet oder verstehst du dich gut mit dem DJ? Nö. Warum sollte ich mit dir zum Abschlussball gehen? Ja, also ich bin gut auf dem Meer, also ich bin eigentlich nur auf dem Boot unterwegs die ganze Zeit. Aber du würdest dann schon für den Abschlussball da sein, oder? Naja, du weißt schon. Ich meine, wenn die Jungs mich rufen auf dem Schiff... Nein, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, jetzt red doch mal normal. Ja, du weißt schon. Also, wenn ich auf dem Schiff gebraucht werde, dann muss ich leider Prioritäten setzen. Prioritäten? Ja. Prioritäten? Ich setze jetzt auch mal Prioritäten. Zane, ich melde mich. Dankeschön. Okay, naja. Ciao, ciao. Du weißt schon, wo du mich findest, oder? Mhm, auf dem Schiff, Fischkutter. Genau. Oh, Leute, das war ja voll der Reinfall. Also Zane wird's definitiv nicht. Ich fand ja seinen Namen eigentlich ganz schick und so, aber wie der die ganze Zeit über seine Fische da geredet hat. Oh mein Gott, ich will doch auch überhaupt gar nicht auf dem Fischkutter. Ich will mir auch nicht den ganzen Abend irgendwelche Geschichten über seinen Fischkutter anhören. Oh Mann, ey. Warten wir mal auf den nächsten Kandidaten. Hey, 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 hey!
Hey, wer ist denn hier? Hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Hallo, Cosmo. Schön, dass du da bist. Ja. Cosmo ist da. Wie geht's dir? Hi, das ist ein schöner Pullover. Ja, danke. Fortnite ist mein Leben. Fortnite ist so cool. Schau mal, ich hab auch viel längere Haare. Also meine Haare sind doch schöner als deine. Schau mal. Cool, oder? Ja. Cosmo ist der Coolste. Aha. Irgendwie kann ich nicht still sitzen. Cosmo, du weißt ja, worum es geht. Also es geht ja um ein Date mit mir zum Abschlussball. Ja, es geht um ein Date mit Baby Danja beim Abschlussball. Und da muss ich tanzen und da muss ich mich viel bewegen. Ja. Warum möchtest du denn mit mir zum Abschlussball? Weil es dort cool ist, weil es dort ganz viele Leute sind und weil wir uns dort bewegen können. Ja. Also hat das gar nichts mit mir zu tun? Doch, du bist auch da. Ja. Natürlich bin ich auch da. Ja, genau, du bist da. Ja. Kannst du dich vielleicht ganz kurz hinsetzen? Das fällt mir schwer. Kann ich hüpfen? Eigentlich mag ich Cosmo, weil er hat so coole Haare, aber du, was hast du eigentlich vor anzuziehen? Ich komme in diesem Outfit, in Fortnite-T-Shirt, das ist mein bestes T-Shirt. Oh. Cosmo, ich melde mich. Ja, tschau, okay, tschau. Ja, du weißt, wo du mich findest. Absoluter Reinfall. Oh Mann. Och Mann, Leute, das kann doch überhaupt gar nicht sein. Also bin ich etwa einfach zu wählerisch oder was? Ich mache ja überhaupt gar nichts. Die machen mich wahnsinnig. Ich will doch einfach nur ein gutes Date zum Abschlussball. Ich brauche jetzt hier erstmal einen Keks. Oh Mann, Fluffy. Was machen wir da nur? Oh, hallo. Oh, hallo, Klaas. Schön, dass du so leise bist, weil Fluffylein ist schon am Schlafen. Setz dich doch hin. Nee, ich möchte mich nicht hinsetzen. Ich möchte lieber stehen bleiben. Achso, nein, setz dich doch bitte. Das wäre super. Okay. Weil sonst machst du Fluffy ganz nervös. Aber der schläft doch. Ja, okay, dann setz dich halt auf den Tisch. Klaas, du weißt ja, worum es heute geht, oder? Also es geht um ein Date mit mir zum Abschlussball. Ja, es geht um ein Date mit dir, aber... Ja. Muss ich dann mit dir dafür in die Schule gehen und wenn wir dann von den ganzen Leuten gesehen werden? Ja, natürlich, darum geht's doch. Oh nein, ich habe dein Einhorn krank gemacht. Oh nein, es tut mir leid, ich konnte dein Einhorn nicht krank machen. Du hast mein Einhorn krank gemacht, verschwinde! Komm, Fluffy, wir gehen ganz schnell ins Krankenhaus. Ja, mein kleines Mäuschen, wir gehen ganz schnell ins Krankenhaus. Dieser komische Klaas kommt nie wieder hierher. Er hat einfach Fluffy krank gemacht. Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt müssen wir da erst hingehen, weil ansonsten sind ja dann alle anderen auch krank, die mich jetzt besuchen. Und was macht das denn bitte schön für einen Eindruck, wenn jetzt dann alle krank werden, nachdem sie bei mir zu Besuch waren? Fluffy. Komm mit, Fluffylein. Wir gehen jetzt ins Krankenhaus, dann heilen wir dich und dann machen wir das Casting weiter. Ich bin sicher, da kommen noch Leute. Ich hoffe es zumindest, weil bisher war noch kein Kandidat dabei, von dem ich so richtig begeistert war. Es war eher immer nur so... Eher sowas. Dr. Hart, bitte heilen Sie mich ganz schnell. Ich habe eigentlich Stress, ich habe Termine wahrzunehmen. Dankeschön. So, und jetzt ganz schnell wieder nach Hause. So. Okay, dann warten wir hier jetzt mal weiter auf die nächsten Kandidaten. Wow, was für ein Haus! Ziemlich cooles Haus hier. Hi, Tristan. Oh, hi. Schön, dass du da bist und du hast ja ein richtig tolles Oberteil an. Komm doch gerne mit hier ins Esszimmer. Wow, dein Haus ist schon ziemlich washed. Was ist das? Washed, kennst du nicht? Washed, das sagt man im Gaming-Bereich. Washed, wenn man so cool ist, so. Aha, ja, also dieses Gaming, ja, das kenne ich nicht. Ja. Tristan, setz dich doch bitte. Ja, ich kann mich setzen. Boah. Also ich muss schon sagen, deine Küche ist auch ziemlich washed. Ist schon echt cool. Freut mich, dass es dir gefällt. Tristan, du weißt ja, um was es geht. Heute geht es um ein Date mit mir zum Abschlussball. Also nicht Abschlussball, Schulball. Und du weißt, dass ich da nicht mit irgendwem aufkreuzen kann. Und ich muss sagen, deine Bekleidung gefällt mir schon mal ziemlich gut. Aber hast du auch vor, das zum Abschlussball anzuziehen? Schulball meine ich? Ich finde, die Klamotten sind schon ziemlich washed. Also ich würde die schon tragen. Könntest du dir auch vorstellen, was anderes anzuziehen? Ja. Irgendwas, was ein bisschen schicker ist? Ich meine, wenn die Klamotten dann auch so washed wären wie die hier, dann ja. Wirst du bei dem Abschlussschulball dann auch die ganze Zeit washed sagen?
Was meinst du denn mit washed? Ich meine, das ist doch ziemlich washed, oder nicht? Ich verstehe nicht, was du meinst. Was ist das denn? Was sind denn so deine Hobbys? Ja, zocken. Denn in Zocken bin ich ziemlich washed. Also ich bin schon ziemlich gut. Was hast du so für Pets? Oh, meine Pets sind auch so washed. Warte, ich zeig dir die mal. Kannst du gern sehen. Hier, schau mal, mein Hai, der ist auch washed. Cool, oder? Ich melde mich bei dir. Du meldest dich bei mir? Okay. Und vergiss nicht, der Abschlussball ist so washed wie ich. Also bis dann. Geh bitte. Ach Leute, was ist denn das? Warum kommen denn hier keine normalen Leute rein? Dann warten wir mal auf den nächsten Kandidaten. Hey, Baby Danja. Hallo, Baby Claudio. Schön, dass du da bist. Also, es ist ja wirklich ein absoluter Reinfall. Ja. Oh, ich bin froh, dass jetzt endlich mal kurz ein Kumpel da ist, mit dem ich mich darüber austauschen kann. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier schon für Leute waren. Der Letzte hat gerade die ganze Zeit wurscht gesagt. Ich dachte, meint der Wurscht? Aber ich habe hier... es gibt hier keine Wurscht. Es gibt zwar Hotdogs, aber die gibt's doch nur bei Dingsbums. Bei... Ach, wie heißt der denn? Justin? Ja. Das war schon ziemlich peinlich hier. Ja, okay. Ich... okay, also ein Kumpel kommt jetzt rein, dachte ich, okay, ja, gut. Ja, natürlich. Du bist einer meiner besten Freunde, Baby Claudio. Ja, okay, na dann, wenn du das dazu... Oh, das ist ja eigentlich voll die Idee, ich könnte dich ja auch noch interviewen, vielleicht können wir ja zusammen zum Schulball gehen. Ja. Also, Baby Claudio, wie viele Neonpads hast du momentan? Ganz viele. Über 20, über 20. Ah, das ist schon mal ziemlich gut. Baby Claudio, was würdest du sagen, wenn ich dir anbieten würde, Fluffy zu nehmen? Klar, nehme ich Fluffy an und dann würde ich ihn bei mir behalten, bis du ihn wieder haben willst. Baby. Das glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, du würdest Fluffy behalten. Nein. So, dann reden wir mal weiter. Baby Claudio, wie viele von den Zaubertränken hast du schon so probiert? Ich habe den großen Kopfzaubertrank benutzt, also diesen Großkopfzaubertrank. Billige. Baby Claudio, mit welchem Fahrzeug würdest du mich denn ausführen? Da gibt's nur ein Fahrzeug, was in Frage käme, und zwar die königliche Kutsche. Aha. Und was würdest du anziehen? Ein Hemd und ein Sakko und schöne Schuhe, extra nur für dich, Baby Danja. Das ist ja, das klingt alles schon ziemlich vielversprechend. Ja. Baby Claudio, was würdest du sagen, wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen mit mir zum Abschlussball gehen und mit Baby René Rage Runner spielen? Schulball, meine ich. Das ist eine echt gemeine und schwierige Frage. Okay, Baby Claudio, ich melde mich. Was? Ciao, ciao. Was? Schick doch bitte den nächsten rein. Ja, was war denn das für eine Frage? Warum ist denn Baby Daniel so... Also ich hätte wirklich gedacht, vielleicht hätte ich ja mit Baby Claudio da hingehen können. Weil ich meine, immerhin sind wir total gut befreundet. Das wäre ja super gewesen. Naja, aber das hat mir jetzt auch nicht so richtig gefallen, weil er hat viel zu lange überlegt. Muss doch vollkommen klar sein, dass er mit mir zum Schulball geht. Ansonsten fragt ihn einfach Baby René, ob sie Rage Runner spielt und dann überlegt er so lange, dann ist der Schulball schon vorbei. Hey! Hallo Lina! Ja, hi! Schön, dass du da bist. Ja, hi! Lina, du weißt, worum es geht. Aber klar doch! Es geht um mein Date mit mir beim Schulball. Ja. Okay, also pass auf, Lina. Du hättest davon große Vorteile. Und zwar könntest du mit mir zum Schulball gehen. Ja, kurze Frage. Ja. Hast du Neonpads? Natürlich habe ich Neonpads. Würdest du mir sie für den Schulball ausleihen? Natürlich nicht. Schick mir mal eine Trailer. Wie viele Neon-Pads hast du? Ich hab keine, aber wenn du mir vielleicht ja deine zur Verfügung stellst, weil dann sehen wir auch besser als Paar aus. Weil wenn wir dann gemeinsam mit coolen Neon-Pads hingehen, dann sieht's doch ziemlich cool aus. Lina, ich melde mich bei dir. Ciao, ciao. Okay. Ja, Baby Claudio und Baby René wollten auch nicht. Mann. Geh bitte. Ach, Mann. Ich glaub das einfach nicht. Warum kommen denn hier nur so komische Leute? Ich wusste auch gar nicht, dass die alle so seltsam sind. Okay, eine Person höre ich mir noch an. Eine einzige, aber dann ist auch irgendwann mal gut. Ich kann mir ja nicht jetzt 3 Tage lang irgendwelche Leute angucken, die mit mir zum Schulball gehen wollen. Da kann ich genauso gut auch gar nicht hingehen. Hallo, Levi. Findet hier das Casting statt? Ja, setz dich doch bitte. Ich setz mich hin.
Hi Levi, also ich finde, du hast schon mal ein ziemlich cooles Outfit an. Ich finde, du hast auch eine sehr schöne Augenfarbe. Wie Danke. Geht's dir? Ja, mir geht's super. Wie geht's dir? Also pass auf, es gibt heute hier ein Casting zu gewinnen, sage ich schon, Entschuldigung. Es gibt heute ein Date mit mir zum Schuhball zu gewinnen. Ja. Und du hast die Chance, das zu gewinnen. Bisher schlägst du dich ganz gut. Okay, das hört sich gut an. Levi, wie sieht es denn bei dir aus? Also, wie viele Neonpads hast du? 2. Okay, damit können wir arbeiten. Und Levi, sag mal, wie beliebt bist du in der Schule so? Es geht, also es ist okay. Okay, das ist mir ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht so wichtig. Es war mehr so eine Fangfrage. Levi, wie ist das, jetzt mal angenommen, du müsstest dich entscheiden, ob du mit mir zum Schulball gehst oder ob du mit jemandem Rage Runner spielst. Wofür würdest du dich entscheiden? Ich würde mit dir zum Schulball gehen. Ja, das ist doch wundervoll. Levi, was würdest du anziehen zum Schulball? Das Outfit, welches zu dir passt. Ah! Und Levi, wie ist denn das? Also, mit welchem Auto würden wir denn da hinfahren? Oder mit welchem Gefährt? Ich würde sagen, wir würden mit vielleicht dem Eiswagen fahren. Oh, das finde ich jetzt natürlich auch eine wundervolle Idee. Dann könnte ich die ganze Zeit schon Eis essen. Ja, oder? Ja. Also ich finde, du schlägst dich schon ziemlich gut, Levi. Bisher ist dein Interview, glaube ich, das, was am längsten dauert. Cool. Was sind so deine Hobbys, Levi? In der Schule gut aufpassen. Aha. Bisschen Sport treiben. Aha. Und mich um meine Neonpads kümmern. Also ja gut, also das klingt schon alles ziemlich gut, Levi. Und ich würde dir jetzt auch direkt schon Handschlag drauf geben. Du darfst, glaube ich, mit mir zum Schulball gehen. Oh, cool. Das hört sich super an. Danke. Danke, das freut mich, Levi. Also pass auf. Du wirst von mir morgen eine Nachricht erhalten, was du tragen wirst, okay? Und okay. Dann wirst du das bitte auch tragen. Bitte erinnere dich daran, dass du mit dem Eiswagen dorthin fahren wolltest. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du einen Eiswagen hast. Und bitte pass auf, dass du keine komischen Sachen machst an dem Abend. Achso, für Neon-Pads bitte nur Pads mit einer passenden Farbe zu unseren Outfits, okay? Okay. Also weiß ja, die leuchten in unterschiedlichen Farben und die Farbe sollte dann schon irgendwie zu unserem Outfit passen. Hast du verstanden? Ja, hab ich. Okay, super. Danke, Levi. Dann sehen wir uns beim Schulball. Ciao, ciao. Tschüss. Levi war schon ziemlich toll, oder? Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass niemand mehr kommt. Aber dann kann ich das Casting jetzt auch schließen. Sehr gut. Okay, Leute, also das war mein Casting. Und ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, der mit mir zusammen zum Schulball geht. Ach man, Baby Danja sucht sich ein Date für den Schulball. Aber eigentlich dachte ich, ich will ihr perfektes Date. Und jetzt sagt sie, ja, toll mal, dass ein Freund da ist. Und dann habe ich das Casting mit ihr. Und dann gefällt es ihr nicht, weil wenn sie fragt mich halt, würdest du mit René Rage Runner spielen oder würdest du mit mir auf den Ball gehen? Ich würde gern beides, weil ich will auch nicht gemein sein zu René. Och man, irgendwie bin ich traurig. Ich glaube, ich sollte vielleicht etwas versuchen. Och man, ich glaube, ich muss mir was einfallen lassen. Na gut, Freunde. Aber wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!